verteidigen. Dann gehst du irgendwie immer wieder. So, hauen, 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 fertig. Gib mal hier die Nische. So, Nacht bricht rein. Schlafen. I feel stronger. Und den Buff von den Typen. So, du. Dieser Gegenstand ist beschädigt. Rüstungswert wird um 10% verwindet. Das klingt jetzt nicht so viel. Vor allem, weil das Ding nur einen Rüstungswert hat und 10% von 0,1 ist und das abgerundet wird. Ja gut, das können wir getrost ignorieren. Da sind wieder Wölfe, da sind die Mondlichtspinnen. Wie komme ich da am besten ran? Ich glaube von hier. Rum, 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 rum. So, du. Oh, du und du und der Wolf, glaube ich, auch noch. Rückzug. Und ein anderer Wolf auch noch. Okay. Ah, sehr schön. Die kann ich jetzt anschießen. Wölfe kommen auch noch da. Ist okay. So, du. Schieß. Schieß. Eis. Feuer. Erste Gegner fast down. Unser läuft gerade auf uns zu, dass wir schön weiter schießen und feuern können. Die Wölfe können nicht von rechts kommen, weil da kein Platz ist. Also schießen. 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 Und du verteidigst noch. Sehr schön. Gleich der nächste in die Feuerbahn. Schießen. Schießen. Eis. Feuer. Und sobald die Wölfe nah genug dran sind, könnten wir den Debuff machen. All diesen Schatten. Was auch immer das war. So, du. Hau. Du. Hau. Den da meine ich. Nee, den da meine ich. N2. Na, kostet zu viel Mana. Okay. Dann verteidigen. Verteidigen. Du kommst hier hin, okay. Du dahin, aha. So, Feuer, hauen, hauen, Eis. Damit dürften die Zauberpunkte weg sein. Hauen, hauen, hauen. Oh ne, du kannst noch einmal, okay. Jetzt aber, gib ihm. Achso, du verteidigen. Jallen, sag doch was. So, kaputt. Hinten ist ein komisches fliegendes Ding. Schlafen. It's the perfect day to begin a journey. Oh, ein Obelisk. Ihr lest die Anschrift. We're here to help. Hier sind die Hinweise, die ihr bereits gesammelt habt. Eure Reise beginnt vor den Toren von Seehafen. Nur das dauert noch ein bisschen. Also es ist diesmal nicht so ein Kauderwelsch, wie es bei Teil 6 und 7 war, sondern ein richtiges Rätsel mit Hinweisen. Der strahlende Streiter für Wahrheit, Ehre und Gerechtigkeit. Am Elras-Tag sollt ihr hierher kommen und beten. Oh. Okay. Das ist so eine Art Schrein von früher. Da gab es ja auch Schreien des Charisma, Schreien der Elektrizität und so weiter. In verschiedenen Regionen der Welt. Und man musste zu bestimmten Monaten dann dahin zurückkehren. Das ist sehr schön, dass wir es übernommen haben. So, über die Kiste hier hätte ich ganz gerne. Ah, okay. Faustschild und ziemlich viel Gold inzwischen. Oh, hier sind Gegner. Wo sind hier Gegner? Ich sehe keine Gegner, aber die Wölfe sind ganz schön garstig versteckt manchmal. Hier ist nur ein Dungeon. Oh, die Gruppe fühlt sich gesegnet. Alle Gruppenmitglieder erhalten plus 10 Widerstand gegen alle 7 Magieschulen. Ich höre irgendwas grunzen. Wow. Richtig viel Gold. Schick, schick. Da geht's durch, okay. Oh, hier sind keine Gegner. Irgendwas mit dem Gefahreninstinkt unserer Gruppe nicht mehr ganz richtig. Ja, gut. Aber gehen wir da hinten zu dem Dungeon, was auch immer das ist.
War das der Oger? Ich glaube, es gab zwei Stellen, wo so eine trollartigen Ogerdinger waren. Ja, das ist nur ein Wolf gewesen. Das ist schon okay. Oh, warte, du hast noch einen Stufenaufstieg. Ein Punkt. Zing. Fertig. Jo. So, gucken wir mal. Also wir waren hier schon mal drin, in der ersten Staffel, als es nur Akt 1 gab. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und vielleicht haben sie auch irgendwas da geändert. Das kann auch sein. Müssen wir gucken. Wow, du bist neu. Du bist definitiv neu. Wir können ihn nicht angreifen. Schattendrache. Hallo, Schattendrache. Was kannst du denn? Groß. Der Ausweichwert gegen Versuche mit einem Speer ist um 80 vermindert. Der Schaden von Versuchen mit einem Speer wird um 25% gesteigert. Immun gegen Stoß- und Rempeleffekte. Ich hatte dir Speer gegeben, richtig? Achso, hier. Ja, sehr gut. Das heißt, wir können bei Yallin später das wirklich hochsteigern. Nö, kann sie nicht, sie kann nur Experte. Also es wäre schon schick, wenn wir jemanden hätten, der so gegen Drachen und richtig große Dinge auch gut Schaden macht. Vielleicht du mit so einer Zweihandaxt oder so? Fähigkeiten. Du kannst keinen Speer. Schade, schade. Aber gut, das muss man halt im Hinterkopf behalten, wenn man dann später selber eine Gruppe macht. Also bei meiner nächsten Gruppe, und es wird bestimmt eine nächste Gruppe geben, wenn Akt 3 oder 4 rauskommt, dann hätte ich gerne einen Charakter mit einem Speer, der das auch über Experten angehen kann. Aber gut, erstmal töten. Boah, der nimmt schon mal gut Schaden. So, hast du irgendwas Produktiveres als einfach nur Schaden machen? Zeig mal hier deine Sprüche. Umschlingen bringt uns nichts. Himmlische Rüstung. So, du nimmst die Rüstungsklasse von dem runter und ist da widerstanden. Das ist gemein, okay. Umschubsen können wir dich auch nicht mit dem Windstoß, weil du hast diesen Rempelschutz hier. Gegen Stoß- und Rempeleffekt, okay. Hauen. Rüstung hält. Hauen. Eis. Feuer. Hauen. Rüstung hält nicht mehr. Hau. Eis. Feuer. 37. Also Eis macht fast gar keinen Schaden, aber Feuer. Du hau. Wow. Trick. Trank. Du hauen. Du Zaubertrank. Du Zaubertrank. Okay. Du Heiltrank. Du hauen. Du Eis. Au. Du Feuer. Okay, du machst kein Eis mehr. Du machst jetzt immer nur noch die Rüstung. Weil das Eis macht echt fast gar keinen Schaden. So, Feuer. Trank. Hauen. Es ist gut, dass wir diesen Arkan-Abwehrzauber hatten, weil sonst wer weiß, was der die ganze Zeit gezaubert hätte. Du... Ich glaube, du wartest einfach eine Runde, damit du wieder das hier zaubern kannst. Ja. Du Zaubertrank, du Hauen, du Hauen. Oh. Absurd bis zu 69 Schaden, die dein Gruppenmitglied ansonsten erleiden würde. Wird entfernt, sobald der gesamte Schaden absorbiert wurde. Die wurde gerade gehauen. Ziemlich doll wurde sie gehauen. Du bist immer noch da. Irgendwas stimmt nicht mit dir jetzt, Spruch. Heilung. Feuer, hauen, hauen. Ach so. Hat null Schaden verhindert. Das steht nicht, mit was der Schattendrache angreift. Vielleicht ist es ja kein physikalischer Schaden und deswegen wirkt die Rüstung nicht. Irgendwas in der Richtung. Schützt die Gruppe vor den nächsten 69 Schaden. Das steht nichts von physisch oder magisch oder sonst was. Müssen wir im Auge behalten. So, du. Hauen. Du. Hauen. Du probierst trotzdem mal mit dem Ding. Feuer. Also er scheint zu funktionieren zwischendurch. Das ist
Komisch. Gut, hauen. Oh, hätte sich eher heilen sollen, ne? Hauen. Schutzfeuer. Du bist gleich kaputt. Nein, K.O. Oh oh, oh oh. Okay, jetzt bist du tot. Aha. 37 Gold. Und niedergeschlagene Geruhren. Schlafen? Aha, das funktioniert jetzt auch. Sehr schön. Das ist eine sehr gute Neuerung. Aber ich glaube, die kam schon vor ein, zwei Patches. Dass, wenn man schläft, dass der Bewusstlose auch wieder zu Bewusstsein kommt. Vorher musste man deswegen extra in die Stadt zurücklaufen. Was bei Tod auch Sinn macht. Weil Tote stehen nicht einfach so wieder auf. Aber Ohnmächtige, die sich lange ausruhen können, die stehen wieder auf. Gut, Truhe. Ein Dämonenkuss. Und es sieht aus wie die Armbrust aus Might and Magic 7, glaube ich. Oh, das scheint ein Artefakt zu sein. Stufe 1. Trotz seines Namens und Aussehens ist Dämonenkuss eine Waffe, die von allen Dämonen Shiox gefürchtet wird. Ja, das sieht sehr wertvoll aus. Vor allem, weil es halt ein Artefakt ist. Ein Buch. Ja, doch. Kleine, aber feine Extra-Dungeon. Vor allem der Artefakt-Bonus hier ist echt super. Also jede Höhle überprüfen. Wir haben allerdings kein Essen mehr. Das heißt, wir sollten uns aufmachen Richtung Heimat. Und vor allem auch, weil ich das Ding identifizieren will, um es benutzen zu können. Weil man die Dinger wohl levelt. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Fraglich ist jetzt nur, wann das Ding Erfahrungspunkte bekommt. Einfach nur, wenn es ausgerüstet ist und man einen Gegner tötet? Oder muss man mit der Waffe den Gegner töten? Das wäre dann ein bisschen krass. Dass man erwartet, bis der Gegner auf ganz runter ist und dann draufschießen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher die erste Variante. Du hast schon wieder dein Gefahreninstinkt, der verrückt spielt. Aber wahrscheinlich wegen der Drachenhöhle. Ich denke mal, da wird mir auch ein bisschen kribbelig werden, wenn ich merke, dass eine Drachenhöhle in der Nähe ist. Bisher hat noch keiner gebadet, Talana. Wir haben noch kein Badehaus gefunden. Du riechst bestimmt auch nicht nach nettem Zeug. Also, wir wollten nicht weiter, wir wollten zurück. Tag bricht heran. Ja, wir haben sogar geschafft, die Spinnen hier aufzuräumen. Das war ja unser eigentliches Ziel gewesen vor anderthalb Folgen oder so. Oh, neue Spinnen. Ihr seht jetzt definitiv neu. Dich da hatte ich eben gerade schon mal umgebracht. Also es scheint Respawn zu geben. So, hauen, hauen, hauen. Hauen, 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 hauen. So. Respawn ist gut. Respawn heißt nämlich, dass wenn man irgendwann an eine Stelle kommt, die zu schwer ist, man einfach zurückgehen kann, hier an den Anfang und hier ein bisschen vor sich hin töten. So kriegt man Beute, also hier im Fall Gegengift und halt Erfahrungspunkte. Kaputt. So. Und nach Hause.